Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics, deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Ich spreche in dem Interview mit Philipp Borgböhmer über das Thema BGM, Präventionskurse und deren Entwicklung in 2020 und in Zukunft. Wir sprechen unter anderem darüber, was ist eigentlich betriebliches Gesundheitsmanagement, BGM und BGF, betriebliche Gesundheitsförderung. Wo sind da die Unterschiede? Wie hat sich BGM in den letzten Jahren entwickelt? Haben kleinere und größere Firmen BGM auf dem Schirm? Wie findest du als Endverbraucher den richtigen Präventionskurs für deine Gesundheit? Du bist Arzt, Sporttherapeut, Sportwissenschaftler oder Physiotherapeut und möchtest Bewegungskurse präventiv anbieten? Wie schaut der Prozess dahinter aus? Was musst du tun, um einen Präventionskurs anzubieten und welche Lösungen gibt es? Philipp ist unter anderem Gesundheitsmanager aus Essen und hat ein ganzheitliches Verständnis für betriebliche Gesundheitsmanagement. Er ist der Gründer von Preventify und bietet dort Endlösungen für dich an, wenn du Präventionskurse geben möchtest. Wenn du mehr über die Arbeit von Philipp erfahren möchtest, schau direkt in die Shownotes bzw. auf meine Homepage www.functional-basics.de/preventify. Dort findest du weitere Artikel und Impulse rund um das Thema Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In den Shownotes findest du auch den Zugang zum Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die modernste Plattform, wo ich die Essenzen, die Basics zusammenfasse, um entsprechend deine Basis zu kreieren für mehr Vitalität, Lebensfreude, sodass du das Leben leben kannst, was du dir wünschst. Dort findest du ganz viele Interviews und Impulse von Experten, praktische Tools, Übungen, Workbooks rund um ganzheitliche Themen wie Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung. Functional Basics Guide findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage. Du hast Fragen an meine Interviewgäste? Dann schau gern dazu in meine Instagram-Story functional.basics. Dort stelle ich dir regelmäßig meine Interviewgäste im Vorfeld vor, sodass du deine Fragen stellen kannst und wir diese im Interview beantworten. Du hast Aha-Erlebnisse und sagst, hey, das Interview war cool oder du hast anderweitig neue Informationen mitnehmen können, dann bewerte meinen Podcast bei iTunes. Du kannst dort auch ein 2-3-Zeiler reinschreiben, über den ich mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Philipp Borgböhmer, BGM, Präventionskurse und deren Entwicklung in 2020 und in Zukunft. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute habe ich mir Philipp Borgböhmer eingeladen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, Präventionskurse und deren Entwicklung in 2020 und in Zukunft. Grüß dich, Philipp. Hi, grüß dich. Wir haben ja ein spannendes Thema, Präventionskurse, und wir sind gerade 2020 am Ende. Corona hat da auch im Bereich Präventionskurse ordentlich was bewirkt. Ich habe dich im Vorfeld schon ein bisschen vorgestellt. Du bist Gesundheitsmanager aus Essen. Du hast im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, bist du ganzheitlich aufgestellt. Ihr habt Preventify gegründet. Und dein, ich sag mal, ein großer Schwerpunkt von dir ist betriebliche Gesundheitsförderung. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, stell doch dich einmal der Community etwas genauer vor. Wie bist du zu dem Thema Präventionskurse gekommen und zum betrieblichen Gesundheitsmanagement?
Ja, gerne. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und mit dir quatschen darf. Ich fange mal ganz, ganz früher an. Und zwar habe ich, wie, glaube ich, viele auch eine Ausbildung oder ein Studium gemacht im Bereich Fitnessökonomie, so wie viele diesen Klassiker erstmal gemacht haben, um überhaupt erstmal einzusteigen. Habe damals in Saarbrücken gelebt, habe da auch studiert und bin dann zurückgezogen in meine Heimatstadt Essen. Da komme ich auch her. Und habe da meine Ausbildung quasi weitergemacht und bin da schon so in diesen Reha-Sport- und Präventionsbereich reingerutscht. Habe also im Reha-Sport dann so verschiedene Übungsleiter-Fortbildungen gemacht für Herzsport und für Orthopädie, weil ich auch mit alten Menschen immer ganz gut klargekommen bin, tatsächlich. Und da habe ich halt viel gemacht mit künstlichen Knien und künstlichen Hüften und bin da so ein bisschen halt reingekommen. Und das wurde mir aber irgendwann ein bisschen zu langweilig. Habe dann gekündigt 2012 und habe dann was gemacht, was eigentlich gar nichts mehr passt. Also ich bin zum Beispiel gar kein Typ, der so Autos so besonders toll findet oder irgendwie cool findet, habe trotzdem irgendwie 3 oder 4 Monate schon komplett selbstständig Autos verkauft und habe dann irgendwie aber nach 3, 4 Monaten gemerkt, nee, das ist nicht deins, Philipp. Hab dann, bin dann gewechselt in den reinen Vertrieb, habe dann in Deutschland Spinning Bikes und Personal Training Konzepte vertrieben. Da muss ich im Nachhinein sagen, für mich persönlich hätte ich da nach 2, 3 Monaten wieder aufhören können, weil dieser reine Vertrieb auch nicht Philipp ist in dem Sinne, weil ich doch eher jemand bin, der viel mit Menschen zu tun hat und viel unterwegs ist und auch gerne mit Menschen spricht. Und da war es halt immer nur Philipp allein im Auto zum Kunden fahren, zurückfahren und das war halt eben einfach nicht meins. Habe ich trotzdem aber 4,5 Jahre gemacht, bin dann 2016 da raus, nach Berlin gezogen, Anfang 2016 und habe da in der CrossFit-Box dann gearbeitet. Hatte da meine ersten richtigen Praxiserfahrungen im Bereich BGM. Habe also vorher schon das Ganze nochmal studiert, habe noch einen Master hinterhergeschoben im Sportmanagement-Bereich mit einem Schwerpunkt auch auf Gesundheitsmanagement und habe da dann quasi meine ersten Berührungspunkte gehabt. Mich dann entschieden, im November 2018 nach München zu ziehen, zu meiner damaligen Freundin, habe da mal in einen ganz anderen Bereich reingeschnuppert. Habe da in der Social Media Agentur gearbeitet und Videos gedreht für unter anderem einen Schuh von Nike und Adidas, was ich auch irgendwie cool finde, weil ich irgendwie auch so ein Faible habe für Video und Fotografie. War aber dieses reine Agenturleben war irgendwie auch nicht meins. So, ne? Dieses 10, 11, 12 Stunden da irgendwie zu sitzen und es war irgendwie nicht meins. Habe ich auch nicht sehr lange durchgehalten. Also du merkst schon, ich war immer auf so einem Selbstfindungsweg irgendwie. Ne? Wo will ich eigentlich hin? Und dann habe ich aber wirklich beschlossen, hey, Philipp, was willst du? Habe mir wirklich 1, 2 Monate Zeit genommen, war auch eine gewisse Zeit reisen. Habe dann gesagt, so, jetzt machst du dich selbstständig und machst dieses reine BGM mit einem Schwerpunkt auf BGF. Das war so mein erster Schritt. Und da, wie wir alle wissen, das war so im März 2019 und dann ein halbes Jahr später kam dann unsere große Corona-Krise und man musste halt ein bisschen umdenken, weil natürlich auch meine Aufträge auf einen Schlag weggefallen sind und das so nach einem Jahr war halt erstmal übel. Man hat sich irgendwie alles so aufgebaut. Und habe dann im Mai entschieden, mit einem Geschäftspartner Preventify zu gründen, weil wir einfach diesen Need auch gesehen haben von Fitnessstudios und CrossFit-Boxen, die einfach irgendwo Hilfe brauchen, weil sie eben auch diese Präventionskonzepte digital anbieten können. Und für viele ist es halt ein Riesenmarkt und eine Riesen Neuigkeit irgendwo auch, sich da irgendwie reinzudenken. Aber da sind wir eben da und helfen. Und das machen wir jetzt seit Mai diesen Jahres, genau. Das mal so die lange Story. Versuche Kurz. die kurz zu packen, genau. Du hast ja zwei Abkürzungen genannt, einmal BGM und BGF. Kannst du das den Zuhörern und Zuschauern einmal erklären, wo da der Unterschied ist und was das überhaupt bedeutet? Na klar, es gibt einmal BGM, das ist das betriebliche Gesundheitsmanagement, also ein ganzheitliches Managementsystem. Und BGF, betriebliche Gesundheitsförderung, ist eigentlich nur ein Baustein von diesem ganzen System. Es gibt eigentlich gibt es so 4 Bausteine: Arbeitsschutz, Eingliederungsmanagement, BGF, also betriebliche Gesundheitsförderung. Und lass mich nicht lügen, da bin ich gar nicht tätig. Fortbildung für Führungskräfte, also eine Personalentwicklungsgeschichten. Aber mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich immer auf Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz. Und wenn wir halt ein ganzheitliches Managementsystem machen, arbeite ich mit externen, mit Freelancern auch zusammen, die da auch ein bisschen fitter sind als ich. Okay, weil sehr häufig sehe ich das immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ich mache BGM, obwohl sie in Anführungsstrichen, und das ist ja trotzdem was Grandioses, wenn man das anbietet, BGF machen. Du Ja, hast ja auch gesagt, BGM ist im Prinzip ein großer Prozess und BGF ist ein Baustein. Was sind denn genau. so typische BGF-Maßnahmen? Typische Maßnahmen sind immer aus dem Bereich Bewegung, Ernährung, Stress und Stressbewältigung. Das sind so diese typischen Bausteine vom BGF. Und ich verstehe dich auch, was du meinst. Viele Leute sagen, ich mache BGM, aber dabei machen sie irgendwie einmal die Woche eine bewegte Pause irgendwo.
Das ist halt kein ganzheitliches BGM, aber das kommt eben auch von den Firmen selbst oft, weil einfach dieses Wissen nicht so da ist. Sie sagen halt dann, hey Philipp, wir müssen jetzt BGM machen. Kannst du bitte mittwochs um 12.30 Uhr kommen für eine bewegte Pause? Und da muss man halt so ein bisschen reingreifen. Es gibt halt Trainer, die sagen, das mache ich einfach. Ne? Also gerade, keine Ahnung, wenn sie gerade studieren oder irgendwie am Anfang stehen, ne, dass sie einfach sagen, hey, ich nehme das irgendwie mit. Aber wenn man sagt, eine Firma möchte irgendwie ihre Arbeitgeberattraktivität steigern, möchte die Loyalität und die Motivation unter den Mitarbeitern hochhalten, dann muss man schon sprechen, A, was will eigentlich das Unternehmen? B, was wollen die Mitarbeiter eigentlich? Weil ich kann auch einfach nicht so eine bewegte Pause einwerfen, wenn es da Leute gibt, die gar keinen Bock darauf haben eigentlich. Ne? Das heißt, man muss schon irgendwie sprechen und so ein bisschen den Bedarf auch herausfinden von den Mitarbeitern. Und da fängt es eigentlich an. Ne? Da gibt es ja diese ganz klassische Mitarbeiterumfrage, die auch nicht mehr überall funktioniert. Aber eigentlich möchte ich als Philipp immer wissen, ja, was möchten eigentlich deine Mitarbeiter? So, ne? Haben die eigentlich Bock auf Rückentraining? Oder wollen die vielleicht eher was haben aus dem Bereich, keine Ahnung, barfuß laufen? Oder wollen die was ganz Abgefahrenes haben? Ne? Ich glaube, da sind wir alle noch sehr, sehr eng in diesem Denken halt drin. BGM oder BGF muss halt immer Rückentraining, weil viel sitzen und ein bisschen was musst du essen sein. Dabei haben die Leute das halt schon tausendmal gehört. Ne? Also da die BGM, würde ich eher die Analyse, so zu schauen, genau. Was braucht eigentlich die Firma? Was bringt dir ein Rückentraining als betriebliche Gesundheitsförderung, wenn die quasi von ihren Stühlen runterfallen, weil die so alt sind oder der Bildschirm sonst vor einer Decke hängt und denkst, ja, Ergonomie könnte vielleicht ein Thema sein. Ja, definitiv. Ne? Ja. Wie siehst du denn BGM so im Allgemeinen in den Firmen integriert? Ist das noch ein Markt oder hat jede Firma, egal ob jetzt 2 Mitarbeiter oder 1.000 Mitarbeiter, sagen, ja, BGM machen wir, wir müssen was für die Gesundheit tun der Mitarbeiter. Wie hast du da die Entwicklung über die Jahre gesehen? Ich glaube, dass BGM noch ein Riesenpotenzial hat, definitiv, weil aus der einen Seite, dass viele Firmen sich nicht damit beschäftigen oft oder halt einfach nicht viel darüber wissen. Das sind so diese beiden Dinger. Und ich glaube, da sind halt Leute wie ich oder andere Leute, die in diesem Bereich arbeiten, einfach auch echt gefragt, eine gewisse Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Dass man einfach sagt, hey, BGM ist eben nicht nur ein Seminar zum Thema, was esse ich jetzt morgen und zum Thema Rückentraining, sondern BGM kann viel, viel mehr sein. Und wir können halt super kreativ werden auch. Ich glaube, da ist halt super viel Aufklärungsarbeit notwendig noch. Und das Potenzial ist riesig. Also viele Firmen, wie gesagt, die sagen wirklich offen raus, wir machen BGM und stellen quasi einen Obstkorb auf den Tisch und machen einmal die Woche eine bewegte Pause. Und da fängt es halt gerade erstmal an. So, ne? Also es gibt halt so viele Dinge und so viele kreative Möglichkeiten. Und ja, da muss man, glaube ich, so ein bisschen nochmal die Unternehmen ein bisschen anschubsen, sagen wir es mal so. Okay, also falls ihr ein Unternehmen habt, wie schaut das bei Startups aus? Macht das da Sinn, direkt BGM oder Absolut. Haben die das schon eher auf dem Schirm? Nee, wir haben damals in Berlin haben wir das so oft gemacht bei Startups und die haben am meisten noch Bock drauf. Das sind meistens ja etwas jüngere Leute, die sich eben mit diesen neuen Themen so ein bisschen beschäftigen und da kannst du halt eben auch coole Sachen auch einpflegen. Ne? Also wirklich spannende Sachen. Wir waren damals, keine Ahnung, haben wir irgendwie so Smoothie-Workshops gemacht oder waren zusammen Bowling spielen oder sowas halt einfach, um diese Loyalität zum Unternehmen und vor allem zum Startup halt eben irgendwie noch zu fördern. Ne? Also definitiv, Startup ist auf jeden Fall auch ein Markt. Und die wollen es ja auch haben irgendwo, ne? Ja. Gerade bei der Neugründung hat man vielleicht das ein oder andere Thema, dann hängt man mal 2 Stunden länger am Bildschirm als vielleicht geplant und Co. Da macht dann natürlich die Gesundheit Sinn. Lass uns mal auf Präventionskonzepte zu sprechen kommen. Ja. Präventionskurse, was ist denn das eigentlich? Ich habe in meiner Instagram-Story im Vorfeld gefragt, ein Großteil hat schon mal Präventionskurse absolviert, viele aber auch nicht. Und da kam dann so die Frage, was ist eigentlich ein Präventionskurs? Also eigentlich ganz grob gesagt soll ein Präventionskurs davor schützen, dass du irgendwelche körperlichen und vielleicht auch psychischen Symptome bekommst. Man darf halt nie im Zusammenhang von Prävention darüber sprechen, dass du schon krank bist im Sinne, sondern willst ja immer davor schützen und präventiv arbeiten im Sinne. Und Präventionskurse in Deutschland werden durch die zentrale Prüfstelle Prävention zertifiziert. Und im Grunde bekommt jeder gesetzlich Versicherte 2x im Jahr die Möglichkeit, so einen Kurs zu machen. Und die schwenken wirklich von Bewegung über Stress, über Ernährung in verschiedenen Themenbereichen. Und die Krankenkassen geben eben dann entweder alles zurück oder aber einen Großteil des Geldes geben sie dann nochmal zurück an die
an die Versicherten. Das ist jetzt mal so ganz grob gesagt, so ein Kurs, den man hier so anbieten kann in Deutschland im Bereich Prävention. Mhm. Wer kann das so machen? Also kann ich sagen, hey, ich habe jetzt Bock, einen Präventionskurs zu geben, möchte mit Krankenkassen zusammenarbeiten. Du hast ja gesagt, wir erstatten bestimmte Beiträge. Ist das für bestimmte Berufe vorbehalten oder kann das jeder machen? Das kann jeder machen, der in einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Es gibt auch private Krankenkassen, die das unterstützen. Aber im Grunde kann es jeder, ich sage jetzt einfach mal Endkunde, machen, der irgendwo bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert ist. Und da meistens zweimal im Jahr. Es gibt bestimmt auch Krankenkassen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, die vielleicht das dreimal im Jahr anbieten oder auch nur einmal im Jahr anbieten. Aber so der Durchschnitt ist immer zweimal im Jahr, darf man so einen Präventionskurs machen. Wie lange dauert sowas? Wie lange dauert so ein Präventionskurs? Im Durchschnitt meistens 8x45 Minuten. Es gibt auch Kurse, die dauern irgendwie 8x50 oder 8x55. Aber so das Gängige sind eigentlich 8x45 Minuten. Genau. Mhm. Und das meistert immer dann ein Kurs pro Woche, den man macht, über einen Zeitraum von 8 Wochen zu einem bestimmten Thema halt dann. Ne? Also ganz, ganz klassisch ist so eine Rückenschule beispielsweise. Mhm. Ne? Aber ja, da sollte man vielleicht auch mal irgendwann drüber nachdenken, mal irgendwelche anderen Wege zu gehen, weil Rückenschulenangebote gibt es halt en masse. Sagen wir es mal so. Wie finde ich denn solche Präventionskurse? Kann ich jetzt, wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel einen Rückenkurs oder einen Faszienkurs oder einen Kettlebellkurs oder irgendwas Präventives für meine Gesundheit tun, wie wäre denn der nächste Schritt als Endverbraucher, diesen geeigneten Präventionskurs zu finden, der für mich genau das Beste macht, was ich möchte? Ja, es gibt einmal gibt es die Webseite von der zentralen Prüfstelle Prävention. Da kann man quasi seine Postleitzahl eingeben und dann kriegt man eine Riesenliste von Kursen. Oder man geht eben auf die Webseite seiner Krankenkasse und gibt da mal im Suchfeld Präventionskurs oder ähnliches ein. Und dann findet man da auch die Liste der Anbieter in seiner Region. Und dann kann man den Kurs auch buchen oder halt direkt den Kursleiter anschreiben. Also ich kriege immer mal ab und zu mal ein paar E-Mails, wo drin steht, hallo, ich habe gesehen im Suchverzeichnis meiner Krankenkasse, dass du einen Kurs anbietest im Bereich Körpergewichtstraining oder irgendwas. Und dann kann man eben darauf antworten. Und wenn die Person das möchte, dann kann sie das buchen und los geht's. Ne? Mhm. Genau. Und nach diesen 8 Einheiten kriegen sie eben dann diese Teilnahmebescheinigung. Sie müssen 80% der Zeit daran teilgenommen haben. Und dann kriegen sie das Geld zurück von der Krankenkasse. Das ist eigentlich ein recht simpler Ablauf. Mhm. Also nochmal zusammengefasst, als Endverbraucher, ich möchte präventiv was für meine Gesundheit tun, gehe zur Krankenkasse oder schaue bei der ZPP auf der Homepage, gebe vielleicht das Thema ein, was mich interessiert und dann wird mir in meiner Stadt, in meinem Umkreis ein Kurs empfohlen und die gehen so im Schnitt 8 Stunden, also 8x45 Minuten. Wie schaut das jetzt aus, wenn ich Präventionskurse geben möchte? Ja. Weil ich Trainer bin oder Therapeut oder ähnliches. Gibt es da Grundvoraussetzungen und wie schaut die Prozedur aus, wenn ich solche Präventionskurse geben möchte? Ja, also ja, es gibt eine gewisse Voraussetzung. Man braucht eine gewisse Grundqualifikation. Das ist ein staatlich anerkannter Studienabschluss oder eine staatlich anerkannte Ausbildung. Das heißt zum Beispiel im Handlungsfeld Bewegung kann das ein Sportwissenschaftler sein, ein Physiotherapeut, ein Gymnastiklehrer oder ein Arzt mit einer gewissen Weiterbildung, sag ich mal. Das ist so diese Grundquali und da scheitern halt schon viele dran. Ne? Das ist so ein bisschen das, okay, habe ich das jetzt? Cool, ich habe eigentlich irgendwie 10, 20 Ausbildungen gemacht, aber keine von diesen Ausbildungen passt in diese Grundqualifikation rein. Das ärgert viele, weil, böse gesagt, so ein klassischer Fitnessökonom, wo man jetzt nicht so viel über den Körper lernt, sage ich mal so, der reicht eigentlich schon aus, um so einen Kurs geben zu können. Und dann gibt es aber Leute, die machen irgendwie 10 oder 20 Ausbildungen und richtig deep und gehen da richtig tief rein in die Anatomie oder irgendwas. Und für die reicht es halt eben nicht aus. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche an der ganzen Sache. Genau, und dann musst du dich halt eben hinsetzen und möchtest für dich so ein bisschen entscheiden, was möchte ich machen. Ne? Also wo bin ich vielleicht Spezialist drin? Beispielsweise, ich möchte was machen im Bereich Rücken, weil ich irgendwie jahrelang mit Wirbelsäulengymnastik was gemacht habe. Da muss man sich hinsetzen, muss ein Stundenbild schreiben und das wirklich ganz detailliert. Also was machst du wirklich wann mit Warm-up, Cooldown, Hauptteil, Begrüßungsphase und so weiter und so fort. Du musst ein Handout erstellen. Das kann man natürlich random machen mit relativ einfachen Bildern auf dem Handy. Aber wenn man einen gewissen Anspruch hat, sollte man das schon relativ schick machen, sag ich mal so. Und da muss man wirklich darauf achten, auf jedes Detail, auf jedes Wort achten, bevor man es wirklich einreicht bei der ZPP. Weil eben dieses ganze Konzept muss mit der Grundqualifikation eingereicht werden bei der zentralen Prüfstelle Prävention. Und die entscheiden dann, hey, passt das? Und können wir das so durchwinken? Genau. Und das ist halt so ein bisschen das Thema. Deswegen muss man da schon mal gucken, dass man halt wirklich jedes Wort, jeder Buchstabe, jeder Satz muss irgendwie passen und vernünftig sein.
weil die wirklich alles finden. Die ZBB findet alles erstmal. Deswegen, das ist auch der größte Grund, warum viele Leute damit anfangen, aber es halt eben nicht weitermachen, dieses Thema, ne? Weil die ZBB oft was findet und eine Nachforderung hat im Endeffekt und irgendwas nachfordert. Ja, genau. Zumal es kommt zum Beispiel eine Frage auch aus der Community, wie lange dauert so eine Erstellung? Du hast gerade gesagt, ne? Also ich bin ja auch Sporttherapeut und habe auch einige Konzepte schon entwickelt. Wenn du noch nie so ein Stundenbild entwickelt hast, dann stehst du da erstmal davor wie Schwein vom Uhrwerk und denkst, was ist das denn? Ja. Also da, wenn man dann schon mal einen Rahmenplan hätte, wie sowas aussehen könnte, wäre schon mal gut. Ja. Wie lange dauert denn so eine Erstellung? Pi mal Daumen, eure Erfahrung. Da gibt es ja so zwei Unterschiede. Es gibt einmal die Erstellung eines Kurses, wenn man sich da wirklich hinsetzt und sagt, ich möchte jetzt meinen Kurs hier zertifizieren lassen und mache das irgendwie an einem Tag, dann schafft man das auf jeden Fall. Also man muss halt Fotos machen, man muss das Handout erstellen, man muss die Stundenbilder erstellen. Aber wenn man da relativ pfiffig ist und eine gewisse Idee schon hat, dann kann man das relativ schnell schaffen. Und dann gibt es eben die zweite Variante, so ein ganzes, ja, so ein System und ein Konzept zu erstellen, ne, wo man eventuell auch weitere Leute drin einweisen möchte. Und das dauert schon ein bisschen länger. Ne? Da muss man sich wirklich hinterklemmen, man muss einen ganzen Text schreiben, man muss die Stundenbilder schreiben, man muss da, also das ist mehr Aufwand, als wenn man jetzt nur seinen eigenen Kurs irgendwie einreichen möchte. Ne? Jetzt wir zum Beispiel als Preventify, wir schreiben halt die Konzepte. Das dauert halt schon länger. Das ist dann auch, also so eine Einreichungsfrist so zwischen 2, 3, 4 Wochen meistens um den Dreh. Ne? Und dann gibt es vielleicht eine Nachforderung, dann musst du wieder so lange warten. Ne? Also die Leute, die das schon mal gemacht haben, wissen halt schon, das kann sich schon ziehen, sowas. Ne? Aber so ein normaler Kurs, den reichst du innerhalb von 1, 2 Tagen ein. Und wenn du Glück hast, kommst du halt sofort durch, meistens nicht. Und dann musst du noch mal was anderes machen. Und dann bist du aber eigentlich relativ zügig mit so einem Kurs zertifiziert und kannst ihn auch dann irgendwie über die Krankenkasse anbieten. Mhm. Vielleicht ist ja gerade jemand, der zuhört und sagt, ja, ich bin gerade mitten in so einem Prozess und ich habe die Schnauze voll. Ne? Der ist jetzt schon 5-mal zurückgekommen wegen irgendwelchen Formulierungen. Das sind ja erfahrungsgemäß auch eher schwammige Formulierungen. Ne? Verändern Sie mal diesen Wortlaut, nutzen mal ein anderes Wort dafür. Ja. Ich weiß noch, vor einigen Jahren durfte man Faszien zum Beispiel nicht reinschreiben. Ja. Da musste man irgendwas mit anderen kreativen Sachen nehmen. Jetzt gibt es ja Konzepte, die direkt Faszien schon, Faszienfit, Faszientraining und Co. Dieses reine Faszientraining. Ja. Das verändert sich ja inzwischen auch. Total. Was sind denn die größten Herausforderungen deiner erfahrungsgemäß bei so einer Erstellung? Ich glaube, man muss ganz, ganz viel in sich ruhen, so wie du schon sagst. Ne? Also die ZPP ist schon, die schreiben in der einen Nachforderung, schreiben sie einen Satz und sagen, bitte einmal das ändern. Dann änderst du das und in der nächsten Nachforderung schicken sie dir 5 Sätze, die du ändern sollst. Das ist so ein bisschen, du musst halt wirklich versuchen, da stressfrei drauf zu reagieren, sagen wir es mal so. Du musst happy sein, glaube ich, und darfst dich halt davon nicht abbringen lassen. So, ne? Also ich glaube, du musst einfach durchziehen, du musst die Sachen ändern und manchmal gibt es auch Dinge, da muss man echt mal anrufen bei der ZBP, ne? Dass man einfach sagt, hey Leute, ihr habt doch in der letzten Nachforderung geschrieben, wenn ich diesen Einsatz ändere, dann ist das Ding durch. Und jetzt schreibt ihr mir wieder, ich muss irgendwie 3 Sachen ändern. Ne? Da muss man mal nachfragen, wobei die bei der ZBP da auch nicht unbedingt so offen sind dann. Ne? Die sagen halt dann, du musst es einfach so machen. Und da bist du halt nicht am längeren Hebel, sagen wir es mal so. Ja. Von daher einfach Durchhaltevermögen, eine gewisse Geduld und wirklich versuchen, da nicht irgendwie aggressiv drauf zu reagieren, wenn zum 2., 3. Mal so eine Nachforderung kommt. Wenn man eben wirklich mal Hilfe braucht, ne, dann kann man uns halt auch mal anrufen. Ne? Also wir sind da eben auch mal da, um zu sagen, hey, versuch mal da was zu machen, da was zu machen. Wir haben auch wirklich Leute, die hatten schon 7, 8 Nachforderungen. Ne? Und da drehst du ja irgendwann durch. Das ist ja, irgendwann reicht es dann auch. Ne? Aber da helfen wir sehr, sehr gerne. Und wenn wir das tun können und irgendwie da schnell ein paar Tipps geben können, super gerne. Was ich immer sagen kann, ist wirklich die ganzen Sachen vor der Einreichung 2, 3 Mal nochmal durchzulesen. Auf jedes Wort, passt das Stundenbild, sind da irgendwelche Rechtschreibfehler drin oder ähnliches, ne? Weil die finden halt wirklich alles, so blöd es klingt. Ne? Aber die meckern halt auch nur, wenn das Wort irgendwie an der falschen Stelle steht. Ne? Also meiner Erfahrung gemäß ist halt, dass du hast keinen roten Faden bei der ZPP. Es wäre ja schön, wenn es irgendwie einen Guide gäbe, wo vielleicht ein Stundenbild abgebildet ist. So sollte es aussehen. Da sind die Überschriften und dann legst du los. Man sammelt sich das über die Jahre zusammen. Und das Spannende ist, nach 3 Jahren, wenn du vielleicht das Präventionskonzept rezertifizieren möchtest, kann es sein, dass dein gesamtes Konzept nicht mehr in den Kram passt.
nicht mehr funktioniert und denkst, okay, schreibe ich halt ein komplett neues. Total. Ja, es gibt zum Beispiel auch Leute, die hatten vor dieser ZPP-Gründung, sag ich mal, gab es da eine andere Datenbank und die Konzepte, die da in der Datenbank waren, sind zum Beispiel heute nicht mehr gültig, wo du so denkst, hä, aber das Konzept war doch 5, 6, 7 Jahre durchgewunken. Warum ist es jetzt plötzlich nicht mehr möglich? So, ne? Also die ZPP, ja, die ändern da regelmäßig was. Die ändern ja, also dieser Leitfadenprävention wird ja auch ständig geändert. Ne? Zum Beispiel zum neuen Jahr ändern sich ja auch die Voraussetzungen. Also es kann schon mal sein, dass so eine Grundquali an sich nicht mehr ausreicht. Man braucht eine gewisse Stundenzahl und eine gewisse Credit-Point-Zahl. Da lesen wir uns auch gerade ein bisschen ein, weil das gar nicht so einfach ist. Also es kann schon mal zum Beispiel auch sein, dass so ein Studiengang dann nicht mehr ausreicht und du irgendwie eine Weiterbildung machen musst. Aber da gucken wir mal im nächsten Jahr. Also Stand jetzt braucht man da ein bisschen mehr als so ein rein Physio beispielsweise. Aber wir warten mal ab. Also es kann immer mal sein, dass sie wieder zurückspringen oder irgendwelche Fristen verlängern oder also gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten, dass du da einfach auch mal gerne von A nach B springst und die irgendwas anpassen müssen. Aber ja, die ZPP ist da sicherlich sehr speziell in ihrer Art und Weise, wie sie sind und wie sie auch reden und E-Mails schicken. Aber sie wollen es immer halt auch wirklich gut und perfekt haben. Ne? Und das ist ja irgendwo auch gut, sagen wir mal so. Es wird ja zumindest in irgendeiner Form dann auch geregelt. Und wir haben ja am Ende mit Menschen zu tun. Ne? Genau. Und das Konzept, die Konzepte, die wir anwenden oder die Hintergründe, Übungen und Co., die sollten halt auch so funktionieren, dass sie entsprechend auch den Leuten präventiv weiterhelfen. Das ist jetzt nicht irgendwo dahingeschmissenes Konzept, wo du sagst, ja, ich weiß jetzt nicht, ob du den Fuß bewegst oder lieber die Schulter. Mal gucken, auch wenn es Rückenkurs ist. Ist egal. Hauptsache durchbewegen. Genau. Lass uns mal drauf zu sprechen kommen. Wie hat sich denn das Präventionskurse, du hast ja vorhin auch gesagt, aufgrund von Corona habt ihr gemerkt, ey, da muss jetzt was her. Ja. Mein Stand ist, Präventionskurse offline, analog, in einem Raum geben, ist gerade nicht. Und nee, zukünftig, könnte ich mir vorstellen, wird das auch eine längere Zeit noch so andauern. Ja. Wie hat sich denn jetzt das ganze Thema mit den Präventionskursen 2020 aus deiner Sicht entwickelt? Wo bewegen wir uns hin? Ich glaube, nach dem ersten Lockdown, wo die Fitnessstudios und die CrossFit-Boxen etc. schließen mussten, mussten ja viele umdenken. Man muss einfach gucken, wo geht man dann hin, wie kreativ wird man. Und ich glaube, da ist das Thema Präventionskurse schon so ein bisschen wieder reingerutscht in den Kopf. Und jetzt mit dem zweiten Lockdown Anfang November eben noch mehr. Also ich komme selber so ein bisschen aus dem Fußballbereich und aus dem Crossfit-Bereich. Und gerade halt so Crossfit-Boxen können in meiner Meinung nach super damit arbeiten, weil viele Leute haben einfach Angst davor, in so eine Crossfit-Box reinzugehen, weil vielleicht super krasse Maschinen da trainieren und alle sind irgendwie oberkörperfrei, aber ich habe vielleicht irgendwie 10 Kilo mehr auf den Rippen. Und ich glaube, da ist halt irgendwie so ein Präventionskurs ein echt cooler Start. Man kann halt eben sagen, hey Leute, wir bieten jetzt hier einen Präventionskurs an, von mir aus auch digital, ne, wo du erstmal lernst, was ist überhaupt ein Liegestütz oder eine Kniebeuge oder ähnliches halt. Ne. Und ich glaube, da haben viele umgedacht. Die Veränderung 2020 ist eben von analog ganz, ganz klar ins Digitale gerutscht. Also ZPP hat halt eben die Möglichkeit gegeben, dass man die Kurse digital anbieten kann. Auch jeden Kurs, also du kannst theoretisch auch einen Kettlebell-Kurs zu Hause machen, aber die meisten Leute bieten eben Kurse an ohne jegliches Equipment, weil eben nicht jeder hat eine Langhantel zu Hause oder nicht jeder hat eine Kettlebell zu Hause. Ne? Von daher hat man da eher halt so Bodyweight-Kurse oder Rückentraining mit dem Tube angeboten oder ähnliches. Und das kann man nach wie vor, das ging erst bis zum 31.12. diesen Jahres oder wird jetzt verlängert bis 31.03. nächsten Jahres, wo man nach wie vor noch die Kurse digital anbieten kann. Und das ist halt eben gerade für Fitnessstudios oder für Crossfit-Boxen oder auch für andere kleinere Studios, sag ich mal, echt eine gute Extra-Einnahmequelle. Und man kann die bestehenden Mitglieder weiterhin betreuen und man zieht vielleicht sogar noch ein neues Mitglied. Das sind so diese drei Bausteine. Ne? Und das ist, glaube ich, gerade echt ganz nett, wenn man halt noch ein bisschen Geld hat. So, ne? Dass man halt irgendwie noch durch solche Sachen vielleicht ein bisschen Geld verdienen kann und aber gleichzeitig auch irgendwie Leute in Bewegung bringt, die eh zu Hause sind, weil sie im Homeoffice hocken oder vielleicht gerade eben nicht zum Sport gehen können. Von daher ist es echt gerade krass, wie viele Crossfit-Boxen und auch Physiotherapien da gerade umdenken in diesem Thema. Ne? Das lief immer alles so ein bisschen nebenher oder gar nicht. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass man das wirklich als offizielles Angebot auch auf so einen Kursplan schreibt. Präventionskurs, Rücken, Mittwochabends, 18:30 per Zoom oder per Teams oder was auch immer. Und das funktioniert, glaube ich, echt ganz cool gerade. Aber wie ist denn das
Meines Erachtens gab es vorm Lockdown oder vor Corona keine digitalen Bewegungskurse bei der ZPP. Genau. Wie ist denn jetzt die Entwicklung? Könnte ich jetzt zum Beispiel auch einen reinen Präventionskurs online schreiben, der nur online geht und den dann für die nächsten 100 Jahre durchführen? Also abgesehen davon, dass wegen das Rezept durchgeht, lange. Ja. Durchgeht. Aber ja. Was ist, wenn ich jetzt ein Online-Konzept schreibe und dann sagt die ZTP irgendwann, nö, jetzt ist gar nicht mehr online, jetzt können wir uns ja alle wieder in einem Raum treffen. Ja, also es gibt einmal die Variante, die ich gerade beschrieben hatte, dass man die Kurse, die man sonst irgendwie analog macht, dass man die eben dann digital durchführt. Und dann gibt es die zweite Variante, das ist ein sogenanntes IKT-Selbstlernprogramm, wo man einen reinen Online-Kurs macht. Beispielsweise haben wir jetzt im November einen Kurs rausgebracht mit dem The Biggest Loser-Trainer, Ramin Abdin. Der ist ja so ein bisschen in diesem Feld, ich sage jetzt mal abnehmen und so. Wenn man gerade so anfängt mit Sport unterwegs, ist ja schon 7 Jahre, glaube ich, jetzt bei The Biggest Loser. Dem haben wir so ein reines Online-Programm gemacht. Das ist halt, das ist ein bisschen mehr Aufwand als so ein normaler Kurs. Du brauchst halt ein Forum dahinter. Die Leute müssen jedes Mal in Sessions eine gewisse, so einen Test durchführen, ne, wo sie einfach das Wissen quasi abhaken. Das heißt, man kann jetzt nicht diesen Kurs kaufen, einfach nur durchlaufen lassen und das war's, was ja eh keinen Sinn macht, ne? Aber man muss halt schon irgendwie nach jeder Einheit gucken, okay, was habe ich denn heute mitgenommen? Und da muss man Theorieeinheiten einpflegen, was ist Superkompensation, was ist das, was ist dies? Also es ist schon ein bisschen aufwendiger, aber definitiv möglich. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen die Zukunft werden für nächstes Jahr. Ich glaube, dass die Leute sich eher so ein Online-Programm kaufen, indem sie sich das Geld zurückholen von der Krankenkasse. Und wenn sie das eben nicht machen, dann tun sie halt weiter bei YouTube rum und machen da irgendwelche Videos. Aber dieses Thema ist ja wirklich durch die Decke auch gegangen dieses Jahr, ne? Jeder hat irgendwo seine Online-Kurse gemacht, digital irgendwas angeboten. Bei YouTube muss ich nur eingeben, Rückentraining, kriege ich irgendwie 500 Videos mit irgendwelchen Rückenübungen, ne? Aber wenn man halt wirklich sagt, ich möchte gerne einen Präventionskurs machen, der Leute irgendwie mitnimmt und betreut und man kann auch mal im Forum Fragen stellen oder mal in so einer WhatsApp-Gruppe schreiben, dann ist halt so ein Online-Kurs schon echt eine coole Lösung, aber aufwendig. Also wir haben angefangen im Juni mit der Planung, haben im Juli mit Ramin gefilmt in Stuttgart irgendwo und dann die Zertifizierungsphase ging dann bis, ich glaube, am 27.10. oder so. Also es ist schon, dauert schon so ein bisschen, weil auch da kommen halt Nachforderungen, ne? Und da dauert es halt wirklich knappe 4 Wochen, bis du halt wieder ein Feedback kriegst, ne? Aber die Vorteile sehe ich zumindest, wenn du offline einen Präventionskurs startest, hast du ja einen Startbeginn mit vielleicht 12 Teilnehmern. Ja. Sprich, das kann man ja auch ein bisschen kalkulieren, wie viel Geld dann reinkommt. Bei einem IKT-Kurs könnte ich mir zumindest sagen, okay, die können ja jederzeit damit starten. Genau, genau. Du hast eigentlich immer dauerhaftes Einkommen irgendwo, ne? Also je nachdem, wie oft du es natürlich auch verkauft bekommst, aber du hast immer, du sitzt halt quasi zu Hause auf deiner Couch und jemand bucht über dein System diesen Kurs, dann verdienst du eben deinen Preis. So, ne? Also wir haben jetzt bei Ramins Kurs, der kostet 89 Euro brutto. Und die Leute können jetzt erstmal fürs erste Jahr buchen. Nach dem ersten Jahr muss nochmal durch so eine Rezertifizierungsphase durch. Aber wenn das Ding einmal steht, hast du halt eine super coole externe Einnahmequelle, ne? Das ist halt schon echt eine coole Lösung und man muss nicht mal filmen, ne? Also es reicht auch, wenn man irgendwelche PDFs abbildet, ne? So eine Art Online-Kurs macht. Aber wir haben gedacht, hey, mit Videos in der heutigen Zeit ist es schon ein bisschen cooler, als jetzt rein da irgendwelche theoretischen Inhalte irgendwie durchzugehen, ne? Aber ja, definitiv, wie du sagst, also es ist halt echt eine coole Einnahmequelle, ohne was dafür zu tun nochmal, weil es ist eh da. Also natürlich hat man auf einmal den Aufwand, erst dazu produzieren. Genau. Und dann, wenn das durchgewunken ist, hat man zumindest, du sagst ein Jahr Rezertifizierung. Das ist ja ein Unterschied zwischen den Offline-Kursen. Die sind ja, glaube ich, alle 3 Jahre. Genau. Du musst nach dem ersten Jahr musst du nochmal so einen gewissen Prozess durchgehen. Aber das ist eigentlich, ist es nur theoretisch einmal das Ganze nochmal einreichen, nochmal zertifizieren lassen. Das ist eigentlich, ist es, gibt es da kein Problem. Mhm. Okay. Und dann gilt es auch, glaube ich, lass mich jetzt nicht lügen, da ist mein Geschäftspartner fitter drin, aber ich glaube, dann ist es auch für die 3 Jahre zertifiziert. Aber diese Angabe ist ohne Gewähr. Mhm. Mir ist nicht ganz sicher gerade. Ja. Okay. Also wenn man jetzt so hört, die Entwicklung geht scheinbar immer mehr ins Digitale. Ja. Du kannst also auf Honolulu oder in Berlin, München, Essen deinen Präventionskurs digital absolvieren. Ja. Die Grundvoraussetzungen ändern sich 2021, wie du sagst, auch für den digitalen Bereich? Ja, genau. Also du brauchst ja generell, um so einen Kurs einzureichen, brauchst du ein bisschen mehr Credit Points.
oder ein bisschen mehr Vorerfahrung. Wie das genau aussieht, ist immer auch immer ein bisschen studienabhängig. Also es gibt halt Studiengänge, da erreichst du mit dem Studiengang halt schon die geforderten Credit Points. Und dann gibt es halt welche, wo es vielleicht nicht reicht. Da muss man so ein bisschen gucken. Aber ich denke mal, da gibt es noch ein paar mehr Informationen im nächsten Jahr, denke ich mal. Genau, also eigentlich, wie du schon sagst, du könntest irgendwo sein in dem Urlaub, ja, oder könntest irgendwo am Strand liegen und könntest da, wenn du Glück hast, jeden Monat 4, 5 Präventionskurse voll machen und hast halt ein schönes Leben. So, ne? Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das Problem ist halt da eben, wie machst du quasi diese Kurse voll? So, ne? Und damit strugglen halt eben die meisten Leute. Also sie bieten den Kurs dann an über die Krankenkasse, dann kommen vielleicht 2, 3 Anfragen rein, aber du brauchst halt, das ist auch wichtig vielleicht mal zu sagen, du brauchst halt mindestens 6 Teilnehmer, bis zu 15 Teilnehmer. Und da kann ich auf jeden Fall Tipps geben, sprecht mit Hausärzten, mit Apotheken. Einfach redest du gerade von offline oder digital? Auch digital, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe zum Hausarzt und ich frage mal nach, darf ich hier mal ein Poster aufhängen, wo drauf steht, ich biete hier einen Präventionskurs per Zoom an oder per Teams und ihr könnt es über diesen Link buchen oder scannt meinen Code und bucht den Kurs, dann wird das auf jeden Fall passieren. So, ne? Das kann man sowohl für Werbung für digitale Kurse machen, aber auch für analoge Kurse später. Ne? Ich glaube, generell ist im Bereich Prävention immer so eine Kooperation mit Ärzten total sinnvoll, weil klar, da gehen Leute hin, die haben schon Probleme irgendwo, also eigentlich gar nicht mehr unbedingt präventiv, aber trotzdem sehen die dann vielleicht, oh cool, ich kann hier mal für 8 Wochen lang mal so ein Rückentraining machen oder whatever und buchen das dann. Ne? Und das ist natürlich dann für den Trainer oder für den Anbieter echt eine coole Sache. Also generell Ärzte, Apotheken, Physiotherapeuten, die es vielleicht noch nicht so anbieten, ne? Da muss man einfach auch so ein bisschen drüber nachdenken, wie mache ich halt meine Kurse voll. Aber ja, wie du sagst, gerade eben 2020 digital, ich könnte irgendwo in Südafrika sein am Strand und könnte da per WLAN meinen digitalen Präventionskurs anbieten. Entweder live mit mir selbst, ne, oder ich habe halt eben wirklich so ein IKT-Programm. Ne? Mhm. Okay, das ist vielleicht für den einen oder anderen doch eine interessante Geschichte. Bezüglich der Voraussetzungen wird 2021 zeigen, was noch alles Präventionskurse geben darf. Ja, das wird sich dann zeigen. Jetzt ja, es wird auf jeden Fall spannend werden, weil bisher haben sie es nochmal verlängert bis Ende März, ne, diese digitale Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass wir Ende März nicht komplett virusfrei leben werden oder zumindest mal wird die Situation nicht groß anders sein, glaube ich zumindest. Von daher glaube ich, werden sie es vielleicht sogar nochmal verlängern. Ne? Mhm. Eventuell. Züglich, wenn jetzt jemand schon 10-mal das Ding geschrieben hat, immer wieder abgesagt bekommen hat, ich meine, die Zeit der Bearbeitung hat sich jetzt auch etwas verändert. Mhm. Aufgrund der ZBP und der Bestimmungen und der ganzen Rahmenbedingungen. Jetzt bietet ihr ja quasi eine Endlösung an. Wie schaut genau, die denn aus? Also wir haben 3 große Bausteine. Einmal ist das der Endkunde, einmal ist es der Anbieter und einmal ist es das Unternehmen. Wobei ich das Unternehmen so ein bisschen ausklammern würde aktuell. Du hast einmal den Endkunden, das sind, glaube ich, lass mich jetzt nicht lügen, 51 Millionen erwachsene Versicherte in Deutschland, die potenziell dafür sind, so einen Kurs halt zu machen. Das heißt, wir können quasi den Anbietern helfen, solche Kurse anzubieten oder solche Kurse zu entwickeln. Für den Endkunden haben wir als Preventify aktuell nur, in Anführungszeichen, diesen IKT-Kurs, der über uns läuft, den man halt sofort buchen kann, theoretisch. Dann gibt es den zweiten Punkt Anbieter. Wir bieten also Einweisungen an in unsere eigenen Präventionskurse und Konzepte und helfen damit quasi Anbietern, diesen Hassel mit der ZBP irgendwie wegzudrücken und wir machen halt alles bis zur Zertifizierung. Das heißt, die Leute müssen nur an dieser Einweisung teilnehmen, die wir aktuell auch digital machen, dort also maximal 2 Stunden circa und dann machen wir die ganze Einreichung. Wir reichen die, wie sagt man, die Zertifikate ein von den Leuten, wir machen den ganzen Schriftkram, bis wirklich nach 10, 12 Tagen dann die Zertifizierung da ist und dann geben wir die Zertifizierung ab und damit sind wir quasi raus. Aber genau das ist es ja halt. Die Leute haben halt keinen Bock, das zu tun. Und deswegen sind wir eben da und helfen da halt. Also gerade so ein Physio, der vielleicht irgendwie vollgepackt ist mit irgendwelchen Physiotherapie-Terminen, der hat keinen Bock noch nebenbei da irgendwelche ZPP-Sachen zu machen. Und da greifen wir quasi ein und helfen da mit einer Einweisung, dass man halt zumindest mal 2, 3, 4 Sachen irgendwie anbieten kann. Ne? Ja. Genau, und dann gibt es diesen dritten Baustein, der ist ein bisschen kleiner. Thema Unternehmen. Jedes Unternehmen hat ja einen steuerfreien Betrag, den er investieren darf von seinem Geld von 600 Euro, stand dieses Jahr, für solche Präventionskurse. Das heißt, der Trainer, der das anleitet, muss eben zertifiziert sein und darf dann quasi im Unternehmen diese Präventionskurse anbieten. Und da gibt es aber auch ganz viele verschiedene Lösungen. Oftmals ist es so, dass die
Leute es selber zahlen, das Geld, und das eben einfach auch privat abrechnen. Wenn die Unternehmen das zahlen, dürfen sie 600 Euro pro Mitarbeiter steuerfrei ausgeben für Präventionsmaßnahmen. Was auch nicht viele wissen. Ne? Also man kann auch solche Präventionskurse in Unternehmen einpflanzen. Ah, okay. Also vielleicht für die, die gerade ja, Unternehmen, auch die digitale Variante wäre ja eine Möglichkeit. Okay. Absolut. Also ich mache auch, im Januar habe ich zwei meiner Firmenkunden, da machen wir auch zwei Präventionskurse digital. Also es ist auf jeden Fall möglich. Das heißt, wenn man eh in diesem Bereich arbeitet, vielleicht auch nur Trainer ist, kann man trotzdem Firmen anschreiben und sagen, ich habe hier eine Zertifizierung in dem und dem Bereich. Habt ihr darauf Bock? So, ne? Also das ist auf jeden Fall vieles möglich. Okay. Also falls ihr zuhört, ihr seid in einem Tätigkeitsbereich Bewegung, aber auch Psychologie, gibt es ja auch Präventionskurse. Absolut. Was waren nochmal die Tätigkeitsfelder oder beziehungsweise die Handlungsfelder von der Prävention? Du hast jetzt also die groben Handlungsfelder sind einfach Bewegung, Ernährung, Stress und Sucht. Das sind so diese vier Hauptgeschichten, sage ich mal so. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Psychologe ist und er hat einen Präventionskurs im Bereich Stress gemacht, kann man den eben auch digital anbieten. Oder ich bin normaler Trainer, in Anführungszeichen Trainer oder Coach oder ähnliches und möchte einen Bewegungskurs oder irgendwas aus dem Bereich Ernährung anbieten, kann man das auch digital anbieten. Also es ist halt, also vieles ist möglich auf jeden Fall. Okay. Wenn jetzt jemand mit euch Kontakt aufnehmen möchte, wie würde das dann vonstatten gehen? Findet man euch irgendwo im Internet? Und wenn ja, wie sind da die Adressen? Genau, du kannst auf www.preventify.de gehen. Da findest du alle unsere Kontaktdaten. Und ansonsten, ja, ich glaube, da findest du alles. Da ist die E-Mail-Handynummer. Also darüber gerne mal anrufen oder einfach eine E-Mail schreiben. Und dann tauschen wir uns gerne aus. Okay. Gerne, das gerne. Verlinke ich euch natürlich alles auch in den Shownotes. Könnt ihr direkt unten anklicken und dann kommt ihr auf entsprechende Angebote und könnt zum Beispiel mit Philipp direkt Kontakt aufnehmen. Genau, also Spaß macht auf jeden Fall digital, macht am meisten Spaß das Thema Bewegung. Ne? Ich war am Anfang dieser Krise, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich echt so ein bisschen gesträubt gegen das Thema, weil ich eher jemand bin, der sehen möchte, was diejenigen tun. So, ne? Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, durch diese ganzen digitalen Geschichten und auch durch das, was wir hier so machen, so Zoom und man sieht diese Leute und man sieht den Bildschirm, ist es schon echt lässig, solange die Bewegungen halt nicht zu komplex sind. Ne? Das macht schon Spaß, macht schon wirklich Spaß. Auch wenn es irgendwann nervt, ne? Also vor dem Laptop halt zu stehen, immer die Kamera an und so weiter. Aber die heutige Zeit, da muss man halt eben durch. Ne? Das ist dann einfach so. Ganz witzige Anekdote vielleicht noch. Ich gebe ja auch Online-Kurse, auch in Firmen. Und ganz viele machen ihre Kamera nicht an. Ja. Witzigerweise, ich dachte, hey, mach doch mal die Kamera an. Und dann kam ganz häufig, geht nicht. Warum nicht? Ja. Ich habe einen Aufkleber draufgeklebt. Ja. Aha. Das, was damals, ne, bloß nicht Kamera an und so, das könnte in der heutigen Zeit jetzt wirklich ein bisschen schwierig werden. Dann müsst ihr erstmal den Klebstoff da wegmachen. Ja. Also scheut euch da auch nicht, auch gerade Zoom ist da inzwischen, was Datenschutz angeht, viel besser geworden als vielleicht vor einem Jahr. Ja, und es macht eben auch Sinn. Ne? Also ich habe auch ja für Firmen noch Seminare und so weiter. Und ich hatte jetzt im November ein Seminar, da bin ich reingekommen und alle hatten ihre Kamera aus. Es ist eben für dich, du weißt selber, wie es ist, ne? Wenn du was vorträgst, es ist einfach schwierig, wenn man so ins Nichts spricht. Das ist aber so, vielleicht bin ich auch nur so, aber ich frage dann wirklich nach, hey Leute, können wir nicht unsere Kameras anmachen? Dann sehe ich euch wenigstens, ich sehe, ob ihr lacht oder ob ihr weint oder ne? Also so ein bisschen Feedback kriegen. Und dann machen die es meistens auch. Nicht alle, aber viele. Ja, das ist ein bisschen dieses digitale näher zusammenrücken, besser sich vernetzen. Genau. Cool. Philipp. Ja. Also Fragen aus der Community haben wir beantwortet und du hast wunderbar zusammengefasst auf was ZBP, das sollte jetzt kein, ich sag mal, Nörgeln auf hohem Niveau sein. Die ZBP hat vieles einfacher gemacht und wenn ihr da einmal durch seid, wird's gut und wenn ihr sagt, hey, ich habe 60 Stunden Physio und Co. und Familie, dann gibt es zum Beispiel Philipp, da könnt ihr euch hinwenden, wenn ihr ein fertiges Konzept möchtet. Yes, genau. Cool. Philipp. Ja. Danke dir. Gerne. Die coole Zusammenfassung für ZBP und Co. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass wir den einen oder anderen damit erreichen. Nicht nur ermutigen, Präventionskurse überhaupt zu absolvieren, weil das ist ja Geld, was man auch von der Krankenkasse wiederbekommt, sondern auch als Trainer oder je nachdem, was da für Voraussetzungen nächstes Jahr 2021 auf uns zukommen.
Ja, wir hatten zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, wir hatten am 6.12. Nikolaus, haben wir offiziell gesagt von Preventify, hey, dieses Jahr, 6.12., machen wir alles zu. Wir hatten so viel zu tun mit den ganzen Kursen und so weiter. Wir haben jetzt ab dem 6.12. noch 4 weitere Einweisungen gemacht, weil immer mehr Leute merken, das funktioniert. Und die Leute, die zu Hause hocken, also unsere Kunden quasi, haben auch darauf Bock, das zu machen. Und dementsprechend haben wir noch weitere, wir haben Costed-Boxen eingewiesen, wo ich echt so dachte, boah, Costed, schwieriger Markt. Ne, so ein bisschen, weil die immer so ein bisschen festgefahren sind, auch in ihrer Struktur, sage ich mal. Aber auch da kam jetzt zum Beispiel auch schon Feedback von CrossFit Deutschland und so weiter. Also ich glaube, dieser Gesundheitssektor und auch jetzt aufgrund dieser ganzen Veränderungen, die wir dieses Jahr alle irgendwie durchgemacht haben, das kommt immer mehr für dieses Thema. Ne? Und man sieht eben auch, was da möglich ist. Was vorher vielleicht ein bisschen langweiliges Thema war, definitiv, ist vielleicht heute so ein bisschen spannender und cooler und moderner wieder geworden. Ne? Das ist, Ja. glaube ich, nochmal schön zu sagen. Fast, war schon fast das Abschlusswort. An die Zuschauer und Zuhörer, falls ihr da einen Benefit rausnehmt, abonnieren, liken, kommentieren, geht auch auf die Instagram-Kanäle Ja, von gerne. Eventify. Das ist quasi der Mehrwert, den ihr uns geben könnt. Und wenn Fragen sind, direkt an Philipp oder gerne an mich, dann kann Jederzeit. ich es auch weiterleiten. Philipp, ich Cool, danke dir vielen Dank. vielmals. Und wir hören uns bald wieder. Machen An die wir. Zuschauer. Bis denn. Bis dann, Ciao. ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.